5 Monate ist es jetzt her, dass die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Straßen waren, dass sie protestiert haben und Autobahnen blockiert haben in Deutschland und in ganz Europa. Und sie haben einiges erreicht. Die Politik hat reagiert. Es gibt ja den Green Deal, das Umwelt- und Klimaprogramm der EU. Dazu gehört auch eine Agrarreform. Nach den Protesten der Bauern lenkt die EU-Kommission ein. Sie streicht die Brachflächenvorgabe und die Pestizidbeschränkung. Die Umweltstandards werden herabgesenkt. Wenn sich die Landwirte da mal nicht ins eigene Fleisch geschnitten haben. Die Landwirtschaft leidet ja auch unter dem Artensterben und der Umweltverschmutzung und der Klimakrise. Sie ist gleichzeitig mit dafür verantwortlich. Und sie kann auch Teil der Lösung sein. Alles gleichzeitig. Die Landwirtschaft ist sozusagen die eierlegende Wollmilch-Umweltsau. Und wenn ich das sage als Stadtbewohner, dann sehe ich schon wieder die wütenden Landwirte vor mir. Der hat doch keine Ahnung. Was redet ihr da? Ja, der denkt, die auf dem Land, das sind alles Deppen, die bewusst die Landschaft zerstören, Tiere quälen, mit Dieseln rumbrettern und sich am Wochenende beim Scheunenfest zu Leila besaufen. Hier so Fernsehfuzzi, der meint, bei den 4 Zitzen des Kuhäuters gibt eine Zitze normale Milch, eine laktosefrei, eine Soja, eine Hafermilch. Quatsch. Das weiß ich auch, dass das nicht stimmt. So blöd bin ich ja nicht. Ich glaube, die 4. gibt Kakao, oder? Es gibt dieses idyllische Bild vom Land, also das, was man seinen Kindern so erzählt. Da ist der freundliche und liebevolle Bauer inmitten der Natur und seiner Tiere. Da gibt es den kleinen, gemütlichen Hof, wo alle Tiere im Einklang mit den Menschen zusammenleben. Alle haben Platz und Auslauf. Die Schweine rufen fröhlich, hier ist so geil, da werde ich gerne Schnitzel. Alle Tiere haben süße Tierbabys, das Kind spielt mit den Gänsen, der Bauer läuft fröhlich zum Stall, zum Ausmisten. Ach, und schau mal hier, seine Frau hebt die Agrarsubvention mit dem Kran ins Haus. Die Realität sieht natürlich weitaus weniger idyllisch aus. Da wäre zunächst mal eine irrsinnige Bürokratie, mit der sich Bauern rumschlagen müssen. Es gibt wirklich unzählige Melde- und Dokumentationspflichten inzwischen. Es gibt gigantische Maschinen. Pestizidspritzen, nicht zu vergessen. Und dann müssen da auch noch 3000 Schweine und 2000 Rinder und 10.000 Hühner mit reingepfercht werden in dieses Idyll, damit sich so ein Hof überhaupt rechnet. Die Politik hat es bislang nicht geschafft, Rahmenbedingungen zu schaffen für eine Landwirtschaft, die nachhaltig wirtschaftet und gleichzeitig einträglich ist. Seit den 60er Jahren haben immer mehr kleine und mittlere Betriebe in Deutschland zugemacht, weil sie nicht mehr rentabel sind. Nur große Betriebe mit modernster Technik und chemischen Hilfsmitteln können dem enormen internationalen Preisdruck standhalten. Ja, 1975 gab es in Deutschland noch 900.000 Bauernhöfe. Inzwischen sind es nur noch 250.000. Dabei subventioniert die EU die deutschen Bauern jährlich mit über 6 Milliarden Euro. Aber die meisten Subventionen kriegen eben nicht etwa kleine Höfe, die besonders ökologisch arbeiten. Nein, die Subventionen werden immer noch zum größten Teil nach Fläche vergeben. Das heißt, wer hat, dem wird gegeben. Es gibt immer weniger Höfe unter 100 Hektar. Jetzt wissen viele nicht, was sind 100 Hektar? Natürlich, 100 Hektar sind 400 Morgen. Ein Hektar sind ja 4 Morgen, ein Morgen sind 25 Ar. Ein Ar sind 2,3 Promille in der Dorfdisco. Also, es ist ein Kampf David gegen Goliath. Klimaschutzanstrengungen werden zwar auch gefördert, auch subventioniert, die sind aber freiwillig und nicht unbedingt lukrativ. Jetzt haben wir, wie Sie wissen, seit einiger Zeit einen grünen Landwirtschaftsminister. Da sollte man noch meinen, dass sich in Deutschland einiges ändert. Aber Cem Özdemir eiert rum. Ich habe das Gefühl, er wird zerrieben zwischen den verschiedenen Interessen und versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Özdemir will es sich mit seinen Wählerinnen und Wählern nicht verscherzen, genauso wenig will er es sich mit den Landwirten verscherzen. Und entsprechend schwammig und ausweichend kommuniziert er auch. Hier mal ein typischer Özdemir. Thema grüne Gentechnik. Sehr umstritten unter Laien, weniger umstritten unter Fachleuten. Agrarforscher Martin Keim ist Mitglied der renommierten Nationalen Akademie der Wissenschaften. Er empfiehlt dringend, die Chancen neuer Gentechnik stärker zu nutzen. Hier wissen wir inzwischen seit Jahrzehnten Forschung, dass die gentechnischen Methoden nicht gefährlicher sind als konventionelle Züchtungsmethoden. Und insofern ist die Grundannahme, die unser momentaner Gentechnikansatz in Europa ist, nämlich dass das eine grundsätzlich gefährliche Technologie ist, wissenschaftlich nicht haltbar. Das könnte eine Möglichkeit sein, Pflanzen widerstandsfähiger zu machen unter veränderten klimatischen Bedingungen. Özdemir weiß aber, deine Wählerinnen und Wähler,
halten da nicht so viel von. Wie stehen Sie denn zur Gentechnik? Ich habe die Position, dass ich mich immer erst mal informiere und dann eine Meinung habe. Ich weiß, dass es viele anders machen, dass sie erst eine Meinung haben und sich dann möglicherweise informieren. Ich bin immer noch in der Informationsphase. Ach, immer noch? Ja, in der kann man ja auch lange bleiben, in der Informationsphase. Ich sage es auch immer, wäre es nicht mal Zeit, die Steuererklärung abzugeben? Ich bin noch in der Informationsphase. Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Ich bin noch in der Informationsphase. Von diesem Landwirtschaftsminister können die Landwirte vermutlich nicht viel Hilfe erwarten. Viel Fläche und damit hohe Einnahmen haben ja vor allem die Betriebe, die auf Tierhaltung setzen. Tierhaltung gehört zu den klimaschädlichsten und unproduktivsten Arten, Lebensmittel zu erzeugen. Aber die Deutschen haben nach wie vor Lust auf Fleisch. Der Fleischkonsum in Deutschland ist dreimal höher als empfohlen. Und die Fleischherstellung wird massiv subventioniert. Und ich will jetzt auch gar nicht pauschal sagen, Fleisch ist schlecht. Ich will das auch keinem madig machen. Es gab und gibt natürlich Fleischfresser, die gar nichts anderes verdauen können. Den Tyrannosaurus Rex zum Beispiel. Wer erinnert sich nicht? Oder der bengalische Tiger. Gehört auch dazu. Oder Markus Söder. Ja, aber muss Fleisch wirklich auf diese Weise produziert werden? Nicht mal eine Abgabe für mehr Tierwohl, der sogenannte Tierwohl-Cent, war in der Ampelregierung mehrheitsfähig. Cem Özdemir hatte das ins Spiel gebracht. Die FDP ist dagegen. Nicht mal ein Cent mehr pro Kilo. Vielleicht könnten wir ja mit einem Tierwohl-Applaus anfangen, bei dem wir uns alle einmal die Woche auf den Balkon stellen und für die Leistungen und Entbehrungen der Nutztiere klatschen. Aber klar, Nutztiere sind nun mal dazu da, aufgegessen zu werden. Im Gegensatz zu Haustieren. Das sind ja Freunde. Das sind Familienmitglieder. So sind die Regeln. Ich habe sie nicht gemacht. Nutztiere sind ja Sachen, oder? Fleisch ist geil. Fleisch ist lecker. Fleisch ist billig. Und Fleisch hält fit. Und trotzdem wollen uns radikale Öko-Freaks und Mainstream-Wissenschaftler diesen Genuss madig machen. Mit Fake News wie... Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Nutztiere Gedanken und Gefühle haben und dem Menschen ähnlicher sind als lange gedacht. Gefühle? Bullshit. Wir von Billigfleisch.tv haben den Test gemacht. Filmausschnitt, Bambis Mutter stirbt und los. Mama! Wie, dein Ernst? Nichts? Keine Träne? Dumme Kuh. Oh Gott. Zweite Behauptung. Kollegiales Schwein. Stallexperiment zeigt enormes Sozialverhalten. Völliger Mist. Dazu haben wir unser eigenes Experiment durchgeführt. Hey ja, BVB. Hey ja, BVB. Hey ja, hey ja, hey ja, BVB. Was ist denn los? Warum grüllst du nicht mit? Du willst kollegial sein? Kollegenschwein. Und noch ein saudummes Zitat. Immer klarer wird für Forscher, da stehen intelligente, fühlende Wesen im Stall. Machen wir ein Live-Experiment. Eine Gruppenstudie mit Schweinen und Rindern. Gemischt. Halb und halb. Intelligenzfrage. In einem Milchviehbetrieb befinden sich 1000 Kühe und eine Tonne Antibiotika. Um wie viel Uhr kräht der Hahn? Tja, quod erat demonstrandum. Ja, das heißt, was zu beweisen war. Trottel. Nutztiere sind eben doch nur dumm und gefühllos. Oh, nicht so wie du, mein Süßchen. Ja, mein Schnucki. Bist du ein Feini? Bist du ein Feini? Wo willst du denn hin? Hast du das Hack gerochen? Ja, das ist lecker, 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 lecker.